Hallo zusammen und herzlich willkommen oder auch herzlich willkommen zurück bei Aprikosenklang. Das hier ist der 6. Teil meiner Jahreszeiten-Videoreihe. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich echt mal schaffe, eine Reihe so lange durchzuhalten. Mit dem 6. Teil starten wir in Runde 2. Das bedeutet, ich erzähle euch ab sofort, was ich aus den verschiedenen Jahreszeiten aus Japan nicht vermisse. Ganz zu Anfang muss ich aber gestehen, für den Frühling ist mir diese Liste wirklich nicht einfach gefallen. Ich habe echt lange gebraucht, bis ich überhaupt ein paar Punkte gefunden habe. Und wer die Reihe kennt, weiß, dass ich immer so versuche, 4 Sachen mindestens mit aufzunehmen. Deswegen habe ich aus meiner Umfrage bei Instagram einen Community-Punkt hinzugefügt. Das ist der letzte Punkt auf der Liste und das ist etwas, was ich persönlich so nicht erlebt habe, aber sehr viele von euch genannt haben. Aber fangen wir an bei Punkt Nummer 1. Hochzeit für Tourismus. Die Kirschblüte ist in Japan der Inbegriff des Frühlings. Allerdings hat die Kirschblüte auch eine große Schattenseite. Sie zieht sehr viele Touristen an. Und das sowohl ausländische als auch inländische. Das heißt, wenn ihr nicht gerade etwas auf dem Land seid oder an einem relativ abgelegenen Ort, dann wird so gut wie ziemlich jeder Park überfüllt sein mit Touristen. Aber auch nach der Hanami Primetime sind in Japan sehr viele inländische Touristen unterwegs. Ende April beginnt nämlich die Golden Week. Das ist eine Woche, in die mehrere nationale Feiertage fallen, wodurch man mit wenig Urlaubstagen relativ lange am Stück frei machen kann. Das ist in Japan gar nicht so häufig der Fall und dadurch wird gefühlt der gesamte Frühling zu einer Tourismushochzeit. Zweitens, Plastik. In meinem Video zum Frühling aus der ersten Runde habe ich ziemlich davon geschwärmt, wie sehr ich die ganzen Sakura-Snacks und Getränke liebe. Allerdings geht auch diese Freude mit einem kleinen Beigeschmack einher. Viele dieser Snacks sind in meiner Meinung nach viel zu viel unnötigen Plastik verpackt, gerade die in den Kombinis. Und ja, ich weiß, dieses Plastikphänomen gibt es in Japan eigentlich das ganze Jahr über. Allerdings ist es mir persönlich einfach in der Sakura-Zeit nochmal deutlicher aufgefallen. Für die Zukunft würde ich hier echt versuchen, ein paar Sachen zu finden, die etwas umweltfreundlicher verpackt sind. Es gibt nämlich zum Beispiel auch Sakura-Cola, die in Glasflaschen ist. Oder vielleicht kann man die Dango zum Beispiel in einem lokalen Shop kaufen und nicht im Kombini. Da unterstützt man direkt einen kleinen Laden und man hat hoffentlich nicht ganz so viel Plastik. Drittens, Kirschblüten verpasst. Ein Grund, warum die Sakura der Inbegriff des Frühlings und auch der Inbegriff der Vergänglichkeit sind, ist ihre sehr kurze Blütezeit. Oft blühen Sakura-Bäume bis zu einer Woche maximal, eher noch nur ein paar Tage. Und ich habe es jetzt schon öfter erwähnt, es gibt in Japan extra Prognosekarten, wann, wo, wie die Sakura blühen. In unserem Urlaub 2019 habe ich aber gemerkt, wie leicht es sein kann, dass man die Sakura halt einfach ein paar Tage verpasst. Wir waren Mitte März dort und mussten wirklich alle Augen offen halten, um die paar blühenden Bäume nicht zu übersehen. Für die volle Blüte waren wir mindestens eine Woche zu früh dran. Und nun kommen wir zu dem vierten Punkt, der Community-Punkt, und ich nenne es einfach mal Hanami-Betrunkene. Zu einem Hanami-Picknick kann schon mal einiges an Alkohol fließen. Und wenn es generell mehr Leute gibt, die in den Parks unterwegs sind, dann gibt es auch generell ein paar mehr Betrunkene als wahrscheinlich normalerweise. Und gerade in Tokio scheint das ein ziemliches Phänomen zu sein, denn in meiner Instagram-Umfrage war das der Punkt, den unabhängig voneinander fast alle genannt haben. Ich persönlich habe das, glaube ich, gar nicht so stark mitbekommen, weil ich eigentlich nur in Kofu Hanami gemacht habe. Und in Kofu gibt es jetzt nicht so die krassen Hanami-Spots, die so super überfüllt sind. Außerdem, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir meistens zu Studentenzeiten unterwegs, das heißt also so zu Zeiten, wo die meisten Leute eben noch gearbeitet haben. Es gibt also nicht überall diese Hanami-Betrunkenen, aber in Tokio scheint es ein echtes Phänomen zu sein. Falls ihr jetzt Lust auf Frühling bzw. Hanami bekommen habt, verlinke ich euch hier mal ein passendes Video und hier kommt ihr zur ganzen Jahreszeiten-Videoreihe. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.